Ich habe etwa 17.000 Bände, wovon etwa 8.000 über die Phänomene und Literatur der jüdischen Mystik handeln. Sie haben erzählt, dass Sie 1937 selbst ein Buch gemacht haben mit 150 Titeln, die Ihnen noch fehlen oder die Ihnen damals gefehlt haben. Naja, einen Katalog meiner Boutique zu machen, wäre sehr teuer gewesen. Und damals hätte das niemand gedruckt. Heute würde es vielleicht sich eher einer finden. Aber damals habe ich dann die Idee gefasst, dass ich einen Katalog der Bücher mache, die ich nicht habe. Und die Sie gerne hätten. Und da dieses Büchelchen habe ich nur deswegen gemacht, weil ich einen Titel dafür auf Hebräisch hatte. Ein Bibelvers, ein gutes jüdisches Buch muss möglichst aus einem biblischen oder talmudischen Zitat bestehen. Und mein Zitat war aus der Geschichte Josefs und seiner Brüder genommen, der sagt, zieht hin in Frieden zu eurem Vater Jakob. Und das Wort zieht hin in Frieden auf Hebräisch kann man ganz wörtlich übersetzen mit kommt her zu Scholem. Das Leben des Gelehrten und Bücherliebhabers Gershom Scholem, der 1897 in Berlin geboren wurde und seit 1923 in Palästina und Israel lebt und lehrt, ist nicht nur die konsequente Laufbahn eines Wissenschaftlers, sondern spiegelt im Wechsel von Deutschland nach Palästina und im Forschungsgegenstand ein entscheidendes Stück jüdischer Geschichte im 20. Jahrhundert wider. Der Sohn einer bürgerlichen deutsch-jüdischen Familie warf sich ab 1911 parallel zu Schulbesuch und Studium der Mathematik auf die Erlernung der hebräischen Sprache. 1922 promovierte er mit einer Arbeit über eine kabbalistische Schrift zum Doktor der Philosophie. In Palästina, an der Hebräischen Universität in Jerusalem, begründete er die Wissenschaft von der Geschichte der mystischen Texte der jüdischen Religion und erwarb sich den Ruf des bedeutendsten Gelehrten auf diesem Gebiet. Doch die Probleme des Zionismus und des Staates Israel zwingen ihn bis heute auch zum Nachdenken über die Verwirklichung der Idee einer jüdischen Heimstatt im biblischen Land, auf das neben den Juden auch die Araber historische Ansprüche erheben können. Ein Gespräch mit Scholem kann in der gegenwärtigen politischen Lage seinen Ausgangspunkt kaum woanders als bei der Vorgeschichte dieses jüdisch-arabischen Konflikts haben. Wie hat sich denn damals in den Anfängen der Zionismus dieses Problem eigentlich vorgestellt? Hat er da überhaupt ein volles Problembewusstsein gehabt? Ja, der Ausdruck volles Problembewusstsein ist schwer zu umschreiben und zu ermessen. Er hat ein Problembewusstsein gehabt. Das wird heute oft vergessen und behauptet, man hätte nichts davon wahrgenommen. Das stimmt nicht. Ob er ein volles Problembewusstsein gehabt hat, darf zweifelhaft sein. Es hat von Anfang an Gruppen oder sehr früh Gruppen unter uns gegeben, unter uns meine ich unter den Zionisten, die das Problem durchaus ins Auge gefasst haben, schon früh. Aber die Entwicklung war schwer vorauszusehen. Man nahm an, ursprünglich nahmen wir an, dass eine Auseinandersetzung mit den Arabern auf friedliche Weise möglich ist. Durch gegenseitige Übereinkommen, durch Durchdringung der arabischen Welt, durch das, was wir ihnen anzubieten haben, an dem, was wir mitbringen, und Verständnis der arabischen Welt für unsere Rückkehr hierher. Das heißt aber, dass also nicht von Anfang an intendiert war, einen jüdischen Staat hier aufzubauen, sondern dass man an irgendeine Art von gemeinsamer Gesellschaft dachte, an irgendeine Art gemeinsames Gemeinwesen. Ich würde sagen, es hat immer einen Streit darüber gegeben. Es gab Elemente in der zionistischen Bewegung, die sogenannten Revisionisten von 1922 an so genannt, die von vornherein eine Staatspolitik verlangten, und zwar von der Mandatsmacht verlangten, die Mandatsmacht England nicht zu übernehmen, nicht auszuführen, bereit war. Und die große Mehrheit der zionistischen Bewegung
verworfen hat, abgelehnt hat. Aber es ist doch so, dass innerhalb des Zionismus, so wie Sie es jetzt darstellen, irgendwo in den 30er Jahren eine Wendung erfolgt sein muss, die dann schneller, als man vielleicht gedacht hat, eine Staatsgründung ins Auge fasst. Das stimmt. Das Phänomen Hitler hat zwar nicht den Zionismus begründet, der Zionismus ist eine von innen gewachsene Erneuerungsbewegung des Jüdischen und ein Aufstand gegen eine einfach gegen ein Hinsiechen oder Weitermachen in alten Formen. Das Phänomen Hitler hat insofern eine starke Wirkung schon vor der Vernichtung, vor dem Judenmord der 40er Jahre gehabt, als klar wurde, dass die historische Situation sich verändert hat. Das hängt zusammen sowohl mit der wachsenden Propaganda der Nationalsozialisten im Nahen Orient, der wachsenden Sympathie der arabischen Judenfeinde mit Hitler, die sehr stark war, ungeheuer stark, heute heruntergespielt wird oder möglichst in Vergessenheit gebracht wird, und die Lage hier außerordentlich verschärft hat, so die starke jüdische Einwanderung in den 30er Jahren, die dem Lande ein neues Gesicht gegeben hat, in dem nicht nur ein paar zionistische Idealisten herkamen, sondern eben große Mengen von Menschen, die sagten, nun haben wir genug, wir wollen jetzt nicht mehr nach Amerika und noch in ein anderes Land gehen, wer weiß, Frankreich, Holland, ich weiß nicht, wo, überall, sondern nun bitte Schluss. Ja. Die Zionisten haben in ihrer Analyse scheinbar recht gehabt, wir wollen dahin gehen, wo wir am ehesten hingehören. Ja, ich meine, aber da steckt doch eigentlich genau das Problem. Ja, gewiss, das Problem steckt, und die Lösung der arabischen Frage ist auch nicht abzusehen und war nie abzusehen, von dem Moment an, wo solche Spannungen auftraten. Und die Staatsfrage wurde akut mit dem Bericht der Royal Commission, der Königlichen Kommission der englischen Regierung, die 1937 hier getagt hat und die Teilung Palästinas in einen jüdischen arabischen Staat vorschlug. Diese Teilung wurde von den Zionisten angenommen, von den Arabern nicht angenommen. Ja, und von da kommt der Konflikt. Wenn man sich einen Moment auf den arabischen Standpunkt versetzt, so sieht das ja so aus, dass die Araber sagen könnten, warum müssen wir oder mussten wir ein Stück Palästina hergeben für Leute, die fliehen mussten vor Verfolgungen, die ja nicht wir Araber angezettelt haben in Europa und für die wir gar nichts können. Das heißt also, warum sollen sozusagen die Araber, fragen die Araber sich selbst, etwa die Konsequenzen von Dingen tragen, die in Europa passiert sind? Da steckt doch eins der historischen Probleme. Das ist ein historisches Problem, gar kein Zweifel. Ich bin auch überzeugt, dass in dem Fall der jüdisch-arabischen Problematik beide Teile echte Argumente haben. Zweifellos. Dr. Weizmann, der erste Präsident des Staates Israel, hat einmal vor vielen Jahren, als er vor einer englischen Regierungskommission gefragt wurde, was denn das Recht der Juden auf dieses Land begründe, gesagt: Wer sich erinnert, hat ein Recht. Erinnerung war eine der stärksten Mächte im Leben der Juden. Das Problem, das entstanden ist durch die ungeheure Ereignisse in Europa, kann man nicht aus der Welt schaffen. Die Juden sind hergekommen, die Juden haben zu Palästina ein Gefühl gehabt, ein
historische Überlieferung, die ununterbrochen durch die Jahrtausende geht. Also die, nicht nur der religiösen Überlieferung, Sie sind ja hergekommen. Der historischen Überlieferung. Ja, ja. Denn für viele Israelis spielt ja die Religion säkularisierterweise gar keine so große Rolle mehr. Aber ein gewisses Gefühl für Tradition auf jeden Fall. Ein Gefühl für Tradition, vor allen Dingen ein Gefühl des Zuhause-Seins. Sie sind ja hergekommen, nicht wahr? Weil sie hier ihren Ort hatten und den hatten sie ja nicht erfunden. Der war in ihrer ganzen 2000-jährigen Tradition über die Exilsjahre heraus vorhanden und sehr lebendig. Was passiert denn, wenn, egal aus welchen Gründen, die Araber aus Palästina sich auch in 500 Jahren noch daran erinnern, dass sie einmal hier waren? Ja, das ist eine irreale Frage. Gut, diese Frage ist so, wie wenn man uns sagt, warum kommen nicht heute Leute, die einmal in Rumänien gesessen haben und verlangen Rumänien für sich zurück? Mhm. Das sind ja irreale Reden, die keine Bedeutung haben. Die Erinnerung der Juden ist eine Realität, die mit großen Schwierigkeiten versucht wurde zu bekämpfen, nämlich von den assimilatorischen jüdischen Bestrebungen, die versucht haben, Jerusalem und Zion aus den jüdischen Gebeten von 2000 Jahren zu streichen. Ja, aber wie ist es denn, wenn die arabische Erinnerung plötzlich ebenfalls eine Realität bleibt durch Jahrhunderte? Nehmen wir mal nur den Fall an. Das kann ich Ihnen gibt nicht sagen. Gibt das ebenfalls sie gibt dann es auch aber recht? Nicht. Ja, sie wird, schauen Sie, ich weiß es nicht. Die Araber, ob sie eine Erinnerung an Israel, an ihr Palästina entwickeln würden, à la Bonheur, vielleicht haben Sie recht. Die Tatsache ist, als wir herkamen, wir gingen von einer anderen Problemlage aus, die Sache verwirrt sich sehr so. Als wir herkamen, kamen wir mit einer sehr starken Erinnerung. Das Gefühl der Juden in ihrem Lebensauffassung, in ihrem Gefühlsleben spielte dieses Land eine entscheidende Rolle. Nicht wahr? Ihre Geschichte war die Geschichte der Bibel, nicht die Geschichte des Landes, in dem sie lebten. Die Geografie, die sie kannten, war nicht die Geografie von Polen oder von Frankreich oder von Spanien oder von Marokko, sondern die Geografie dieses Landes. Das war ihre Geografie. All diese Dinge muss man zusammen sehen. Das Argument wird ja manchmal im Religiösen fast wieder veräußerlicht, etwa wenn bestimmte Gruppen behaupten, es sei offenbar sehr, sehr wichtig, auf dem Tempelberg beten zu dürfen oder etwa an der westlichen Mauer des Tempels beten zu dürfen. Ich würde sagen, dass die Tradition der Juden war immer, an der westlichen Mauer zu beten. Oder ungezählte Zeiten durch. Man hat zuerst auf dem Ölberg gebetet, nachher, als fremde Eroberer es verboten haben, die Römer oder die zum Teil, später hat man an der Westmauer genannt, bei den Christen Klagemauer, kein jüdischer Ausdruck, die Westmauer heißt es auf Hebräisch, klar, an der Westmauer gebetet, seit 1200 Jahren. Es war allgemein bekannt und wir haben klare Überlieferungen darüber. Aber das ist das nicht Problem. Ich würde sagen, dass die jetzigen Diskussionen über Gebete auf dem Berge Zion oder auf dem Tempelberg, genauer gesagt, auf dem Tempelbezirk der Muslime, auf dem heiligen Bezirk, die als heilige Stätte des Islam gilt, halte ich für einen gänzlich unnützen, provokatorischen und religiös wertlosen Akt. Herr Scholem, Sie haben ungefähr 1930 einen Brief an Walter Benjamin geschrieben, wo Sie ihm andeuteten, dass sich die Vorstellungen vom Zionismus bzw. die Aktivitäten, die der Zionismus zu entfalten hat, in einem Umbruch befänden und in einer Krise, in einer Ausrichtung auf neue, andere, vielleicht modifizierte Ziele. Das bringt mich auf die Frage, wie selbst Sie Ihre zionistischen Ziele oder Ihre Vorstellungen von einem Leben hier in Palästina damals gesehen haben und wie Sie sie heute sowohl für sich als auch als Forderung an das Judentum ändern würden oder modifizieren würden. Ja, die Schwierigkeit des Zionismus
wollen wir sagen, nicht Schwierigkeit. Die Fragen, die der Zionismus aufgeworfen hat, als er auf eine Erneuerung des jüdischen Lebens im Lande Israel ausging und sie proklamierte als Forderung, war von vornherein auf einer gewissen Spannung begründet, nämlich auf der Ungewissheit, welches eigentlich die Aufgabe des Zionismus sei bei dieser Neugestaltung, nämlich ob der Zionismus eine Revolte gegen die Lebensform und Überlieferung des Judentums bedeutet, wie sie vorher bestand, in den Generationen vor dem Aufkommen des Zionismus als nationaljüdischer Bewegung, oder ob der Zionismus eine Fortsetzung dieser Tradition darstelle. Beide Fragen, beide Möglichkeiten sind von Anfang an im Zionismus vorhanden gewesen. Und solange der Zionismus nicht realiter im Leben dieses Landes versucht wurde, zur Gestalt zu bringen, zur lebendigen Gestalt zu bringen, konnten diese beiden Ideen, die sich ausschließen in gewisser Weise, nebeneinander leben. Wenn man in Berlin war, sagen wir mal, oder in Warschau, konnte die Frage, ob der Zionismus eine Fortsetzung oder ein Neubeginn sei, verschieden beantwortet werden, ohne dass das für die unmittelbare Beziehung der Menschen etwas ausmachte. In dem Moment, wo wir hier im Lande versuchten, das zu verwirklichen, begann das Problem, schärfer zu profilieren. Wollen wir hier Erneuerung des jüdischen Lebens im Sinne einer kontinuierlichen Fortsetzung der Tradition unserer Vorväter bringen, oder bedeutet die hiesige Aufbauarbeit einen Neubeginn, der einen Bruch mit dieser Tradition darstellte? Also die, inklusive sozialrevolutionärer oder etwas sozialistischer gesellschaftlicher Forderungen, hat das was damit zu tun? Tradition, ja. Die Träger des Aufbaus in Israel sind großenteils die Arbeiterbewegung und deren Anhänger gewesen, die wirkliche Arbeit gemacht haben, die weniger sich um die Frage der Politik, der politischen Ideen des Zionismus gekümmert haben, weil sie es für nicht aktuell hielten. Das ist kein Problem. Ein Problem ist zu arbeiten, hier etwas zu tun, etwas zu schaffen, eine neue Lebensbedingung zu schaffen. Immer damals noch in der Meinung, dass das ohne Konflikt mit der arabischen Umgebung möglich sein würde, im Grunde. Und es war auch jahrelang möglich, in Wirklichkeit. In dem Moment, wo das hier realisiert wurde, darf man nicht vergessen, dass diese Elemente, diese Gruppen, großenteils religiös, neutral oder der religiösen Tradition ablehnend gegenüberstanden. Aus sozialistischer Gesinnung. Es gab dann später religiös-sozialistische Gruppen, traditionelle Juden, die also fromme Juden waren im Sinne der Überlieferung, nicht nur und zugleich sozialistische Lebensformen in ihrer Art verwirklichen wollten. So dass die entscheidenden Gruppen waren nicht religiöser Gesinnung. Und die also an der religiösen Seite der Sache nicht interessiert waren. Und dass daher das Religiöse überließen, die Gruppen, die sich als solche religiös deklarierten, das waren aber orthodoxe Gruppen hier unter den Bedingungen des Landes hier. Und der damalige Verhältnisse in der jüdischen Gesellschaft in der Welt. Die Konflikte haben sich in dem Moment verschärft, wo durch die Staatsgründung die jüdische
Gesellschaft eine bestimmte Form bekam, in der nun gesagt werden musste, was wird werden, oder der Staat sich klar werden musste, ist das Jüdische das Überlieferte nur, oder ist das Jüdische auch das, was hier wächst, von Juden geschaffen und zwar in einem gewissen Aufstand mitunter gegen die Tradition, besonders einem Aufstand, der scharf war, solange das traditionelle Judentum im Osten, in Ungarn, in Rumänien, in Polen, in Russland existierte, lebhaft existierte, feindselig existierte, weil die Orthodoxie, genau wie der Liberal, wie das assimilatorische Judentum, ja, beide antizionistische Fronten bildeten. Der Zionismus war ja insofern eine revolutionäre Bewegung, sowohl gegen die Assimilation der Juden einfach beliebig an die jeweiligen Völker, als auch gegen die Orthodoxie, die sagt, um Gottes Willen, ihr fuscht dem Messias ins Handwerk, das ist Gottes Sache, und wenn Gott uns ruft, wenn wir kommen, wenn nur ein politischer Führer wie Theodor Herzl das sagt, oder Weizmann, was geht uns das an, ihr stört da nur. Das war die orthodoxe Theorie, die wir verworfen haben. Wir sagen, wir fühlen uns hier berufen, herzukommen. Wir kamen her, ohne die Rabbiner zu fragen. Aber der Konflikt liegt doch heute... Männer wie Buber oder ich sind ja gekommen, ohne einen Rabbiner zu fragen um Einwilligung, ob er auch der Meinung ist, dass wir gehen dürfen, obwohl der Messias noch nicht da ist, nicht wahr? Die Menschen, die herkamen, sind alle gekommen, ohne die Rabbiner zu fragen. Wenn ich für mich selbst und viele, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in ähnlicher Situation befunden haben, sprechen darf, so war das für uns Juden aus Mitteleuropa, die sich dem Anruf des jüdischen Volkes und dem Aufruf zu seiner Wiedergeburt in ihrer Jugend verschrieben und mit dieser Sache ernst gemacht haben, nicht so sehr eine politische als vielmehr eine moralische Entscheidung. Wir fühlten uns verpflichtet, uns mit unserer ganzen Person und den Entscheidungen unseres persönlichen Lebens für eine Sache einzusetzen, von der wir erkannt hatten, dass sie für das jüdische Volk lebensnotwendig sei. Wir konnten nicht wissen, ob dieser Sache Erfolg beschieden sein würde. Sie sind nach Ihrer Promotion nach Palästina gegangen. Und wie kam eigentlich jemand mit Ihrer Herkunft aus dem assimilierten Berliner jüdischen Bürgertum um 1920 auf die Idee, Deutschland zu verlassen und nach Palästina zu gehen? Sie haben einmal darüber gesagt, das sei eine moralische Entscheidung gewesen. Ja, ich würde nicht sagen, dass jemand nach dem Ersten Weltkrieg auf diese Idee kam. Ich bin auf diese Idee früh in meiner Jugend verfallen oder gekommen, nämlich im Jahre 1911. Als ich begonnen habe, Hebräisch zu lernen. Und der Entschluss, Hebräisch zu lernen, den ich sehr gegen den Wunsch meiner Eltern gefasst habe und verwirklicht habe, war das ausschlaggebende Element in meinen Entschlüssen und in persönlichen Entscheidungen. Ich hatte ein starkes Interesse als junger Mensch an Geschichte und Mathematik. Beide Dinge haben mich sehr interessiert. Ich habe sehr, sehr viel auch geschichtliche Werke gelesen und kam eines Tages auch daran, ein Buch über jüdische Geschichte zu lesen, ein berühmtes Buch, das ist das Buch des Historikers Graetz, ja. Geschichte der Juden, ja. Das damals berühmteste Geschichtswerk der Juden über jüdische Geschichte. Und ich würde sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, tief beeindruckt und irgendwie den Wunsch in mir erweckt hat, kann ich Ihnen nicht sagen, woher solche Dinge kommen, das sind ja immer nur Vermutungen, etwas mehr zu wissen und mit mir selber fertig zu werden darin und ich fand die Atmosphäre in meinem Elternhaus, die also eines jüdischen Bürgerhauses liberaler Färbung, in der das Jüdische eine durchaus untergeordnete oder gar keine Rolle spielte oder eine sehr geringe Rolle, empfand ich irgendwie als inadäquat
und wehrte mich dagegen und fand, dass meine Eltern in ihrem Anspruch auf das Deutsche sich selber täuschten. Die imaginative Welt des Judentums hat in der Kabbala ihre größte Formulierung gefunden. Eine Geschichte der Kabbala ist eine ziemlich dramatische Angelegenheit. Eines weiß ich sicher. Die Kabbalisten wussten irgendetwas, was wir nicht mehr wissen. Wenn man als Mitteleuropäer bzw. als Deutscher überhaupt noch was weiß vom jüdischen religiösen Leben, dann kennt man vielleicht noch den Begriff Torah und man weiß vielleicht auch noch, was der Talmud ist und im höchsten Fall vielleicht die Halacha. Aber von der Kabbala weiß man überhaupt sehr wenig. Das ist ein Begriff mit einer ganz bestimmten, wie das Wort dann schon sagt, mystischen Aura. Aber inhaltlich kann man meistens gar nicht sehr viel damit anfangen. Kann man überhaupt in kurzen Worten sagen, was eigentlich die Kabbala ist oder war? Ja, Kabbala heißt auf Hebräisch Überlieferung, respektive Empfangen von Überlieferung überhaupt. An sich gar keinen mystischen oder besonders tiefsinnigen Sinn, kann auch ganz gewöhnlich gebraucht haben. Ich habe eine Überlieferung empfangen von der über das und das. Aber im Lauf der Entwicklung hat es im Mittelalter, 1200 etwa, den Sinn angenommen von Überlieferung über göttliche Dinge, über geheime Dinge, über tiefe Dinge. Das heißt, eine mystische Tradition gab es ja auch schon sehr viel früher oder eine geheime Lehre-Tradition. Die nicht als Kabbala bezeichnet wurde, im weiteren Sinne, wenn wir von kabbalistischen Dingen im Judentum sprechen, meinen wir die Gesamtheit aller solchen Überlieferungen, esoterischer Art, über Beziehung des Menschen zu Gott, über mystische Verhältnisse des Menschen zur mystische Erfahrung des Menschen oder Auffassungen der Welt, die einen mystischen Charakter haben, verstehen wir eigentlich die Gesamtheit solcher Phänomene im Judentum, im Allgemeinen als Kabbalistik. Im exakten historischen Sinne würde ich natürlich Kabbala nur da gebrauchen, wo es das Wort selber schon gab, nämlich etwa vom 1200 an, wo die kabbalistischen Ideen zuerst in der Provence in Südfrankreich, in Languedoc, in der Gegend von Narbonne, auftraten. Und dann in Spanien. Und dann in Spanien, auch in Deutschland, unter anderem Titel, man spricht von deutscher Kabbala im Rheinland oder dem deutschen Chassidismus. Aber diese Dinge sind im die Totalität solcher Erscheinungen sind im Gesamtbegriff des Kabbalistischen enthalten, in ihren verschiedenen Verwandlungen. Kabbala ist kein System eines bestimmten Anliegens oder eines Denksystems, sondern ein Gesamtbegriff, der ganz verschiedene Entwicklungen umfasst, sehr verschiedene Denkformen, verschiedene Systeme, in denen Juden versucht haben, ihr Selbstverständnis, wie man heute sagen würde, zu formulieren. Und wie ich sagte, in symbolischer Weise wesentlich zu formulieren. Manche haben versucht, diese Symbole dann begrifflich zu entwickeln, wofür es beträchtliche Beispiele gibt. Historisch ist Kabbala eben der Deckname und der Gesamtbegriff für alle diese Dinge. Noch der späte Chassidismus, von dem in Deutschland gewiss durch die Buber'schen Schriften sehr viel bekannt ist, ist eine Erscheinungsform des kabbalistischen Weltgefühls und seiner Formulierung eine Art populäre Metamorphose des kabbalistischen Weltbildes, bezogen nicht so sehr auf das Verhältnis des Menschen zu Gott als auf den Menschen selber. Zwar oder das Verhältnis des Menschen zur Welt. Oder des Menschen zur Welt oder zu sich selber. Selbstverständlich immer. Die Juden waren keine Atheisten. so wenig wie Ernst Bloch ein wirklicher Atheist ist.
Und wenn Sie von solchen Dingen sprechen, steht Gott immer irgendwo im Hintergrund dabei. Wenn Aber so, das würde ich als die, den Sinn von kabbalistischem sehen. Und um es noch anders zu sagen, etwas schärfer, was die Kabbalisten von ihrer Erscheinung in der Geschichte des jüdischen Volkes und des Judentums als Phänomen auszeichnet, ist wesentlich, wie ich vielleicht schon angedeutet habe, die symbolische Auffassung der Welt. Die Auffassung des Judentums als eines symbolischen Körpers, in dem etwas Unaussprechbares sichtbar wird, nämlich das Gesamtheit, die Gesamtheit der Welt, die Totalität der göttlichen Offenbarung in der Welt. Die Kabbalisten versuchten, ihre Welt so zu beschreiben, dass sie gleichsam widerspiegelt einen göttlichen Lebensprozess, Offenbarungsprozess, in dem Gott sich der Welt mitteilt und dieser Prozess, der in Gott selber abläuft, sich widerspiegelt in seiner Schöpfung. Und da diese symbolische Auffassung der Welt, die die Kabbalisten mit sehr, sehr, sehr vielen Mystikern teilen, ist für mein Gefühl eine der wesentlichen Aspekte der Kabbala. Isaac Luria, der berühmteste aller späteren Kabbalisten, hat die Vorstellung entwickelt, die die alte Kabbala nur sehr schemenhaft überhaupt gekannt hat, von der Selbstbeschränkung Gottes in der Schöpfung. Das heißt, eine streng theistische Idee, ein neues Symbol, dass damit überhaupt eine Welt existiert, die nicht Gott ist von vornherein, Gott sich zusammengezogen haben muss. Er hat sich kontrahiert, er hat eine Selbstbeschränkung seines Wesens vorgenommen, durch die die Möglichkeit, in ihrem geistigen, realen, geistigen Sinn zugleich entstanden ist, dass überhaupt ein Sein existiert, das nicht Gott ist. Wie könnte denn überhaupt ein Sein existieren, das nicht Gott ist, wenn Gott nicht die Möglichkeit dazu gegeben hat? Das heißt, das ist nur, warum sind wir nicht alle Gott? Doch nur dadurch, dass Gott sich sozusagen auf sich selber zurückgezogen hat, um uns Platz zu machen. Um uns Platz zu machen, wie das naturalistische Symbol heißt. Diese Vorstellung, hebräisch Zimzum, das heißt, die Selbstbeschränkung Gottes ist eine der grundlegendsten Symbole der späteren Kabbalisten, die tief zusammenhängt mit symbolischen Formulierungen der späteren Kabbalisten, die nach meiner Überzeugung mit der Erfahrung der spanischen Juden von der Grausamkeit des Exils und den Grauen des Exils, das hier auf Gott selber übertragen wird, zusammenhängen. Diese Vorstellungen sind alle von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus und sind alle Kabbala. Für mich bedeutete sehr viel, welche Rolle sie gespielt hat, wenn man die Frage aufwirft, was eigentlich das Judentum am Leben als lebendige Kraft erhalten hat, wofür ich es hielt und gehalten habe und halte. Die Frage hat mich sehr beschäftigt, ob eine rein halachische, eine rein gesetzmäßige Auffassung des Judentums imstande gewesen wäre, die Vitalität herzugeben, unter den Stürmen der Geschichte und der Verfolgung diese Gruppe der Juden, dieses Volk, nennen sie es Gemeinschaft, ganz gleich, die Worte sind ganz gleichgültig, sagen wir, das Volk der Juden Leben zu halten in Stürmen der Geschichte. Dort hat die Kabbala eine bedeutende Rolle gespielt, indem sie für weite Kreise, gerade die religiös am empfänglichsten waren, eine Antwort gab oder versuchte zu geben, zum Teil sehr erfolgreich gegeben hat, sehr eindrucksvoll, die Existenz, die für die Existenz der Juden in der geschichtlichen Welt etwas bedeutete, nämlich ihren symbolischen Charakter als Darstellung irgendeines tieferen, einer tieferen Wirklichkeit. Und heute
würde ich sagen, ist das Interesse, dass diese Dinge zum Beispiel hier erwecken im Lande, wenn solche Schriften zugänglich gemacht werden, ist verständlich, weil ich würde nicht sagen, dass für das, was hier gerade geschieht, vielleicht die alten Symbole noch brauchbar sind. Das ist sehr problematisch, ob diese Symbole, auch wenn wir sie versuchen zu erhellen, in ihrem Zusammenhang sinnvoll wieder zu verstehen, ob sie noch wirkungsvoll sein werden. Da gibt es große Probleme, die ich jetzt im Moment Ihnen nicht in kurzen Worten darstellen könnte, weil es mit der Frage zusammenhängt, ob wir heute noch einen gemeinsamen Bezug auf ein Koordinatensystem der Offenbarung kam, eine heiligen Schrift, deren Autorität anerkannt war wie früher, wo die Kabbala sich darauf beziehen konnte, auf eine Deutung dieser Schriften in einer autoritativen Form. Das fehlt heute. Aber das, was uns heute anzieht, was mich anzieht in dieser Dinge, ist die Funktion, die die kabbalistischen Ideen und Vorstellungen in ihren sehr verschiedenen und mannigfachen Ausbildungen in der jüdischen Geschichte gespielt haben, die Rolle, die sie dabei gespielt haben. Und das ist auch heute von Interesse. Also wäre eine Kenntnis der Kabbala heute sozusagen ein Teil des Selbstverstehens und Selbstdefinitionsprozesses der Juden heute? Für mich? Auch heute? Für mich ja. 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 Die neuen Wertakzente, die der Zionismus setzte, brachten frischen Wind in ein Haus, das scheinbar vom 19. Jahrhundert her nur allzu wohl geordnet war. Diese Lüftung hat uns gut getan und hat dazu geführt, dass im Rahmen des Palästina-Aufbaus Zentren entstanden sind wie die Hebräische Universität in Jerusalem, in der die judaistischen Studien zwar in den Mittelpunkt gerückt wurden, aber ohne jede ideologische Akzentuierung nach einer bestimmten Seite. Wo jeder frei ist, zu sagen und zu lehren, was seiner wissenschaftlichen Ansicht entspricht, ohne auf irgendeine religiöse oder antireligiöse Richtung festgelegt zu sein. Und dennoch gab es andere Kreise, die sagten, das jüdische Volk, wenn es sich ein neues Zentrum, Lebenszentrum schaffen will, nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern auch in geistiger Hinsicht, braucht eine zentrale Institution, die ausstrahlt, eine Art geistiges Zentrum, in dem das Jüdische neu durchdacht werden soll. Und neu erforscht. Und wann wurde dann eine Professur eingerichtet für Professuren die Professuren gab es schon 1925 an. Und für Ihr spezielles Gebiet? Ja, für ich die bin Mystik. 1933 Professor geworden. Wie hat man sich damals eigentlich habilitiert? Ich meine, man hat sich gar nicht habilitiert. Man wurde berufen. Es hat hier keine Habilitation gegeben. Die Universität Jerusalem hatte, als ich geholt wurde, entweder Leute berufen, die nach allgemeinem Urteil der Gremien, die man dazu geschaffen hatte, wissenschaftlich ein Board, ein Gremium von Professoren, die würdig waren, Professoren zu sein, zum Beispiel für talmudische Philologie. Wozu braucht ein Rabbiner talmudische Philologie? Aber die Wissenschaft brauchte es. So hat man einen bedeutenden Gelehrten geholt aus Berlin, einen russischen Juden, als Professor, nicht für Talmud, um Gottes Willen. Das konnten andere auch, für talmudische Philologie. So dachte man an mich. Ein junger Mann, von dem man gesagt hat, er beschäftigt sich mit Sachen, die sich kein Mensch in der jüdischen Wissenschaft bisher beschäftigt hat. Jüdische Mystik sehr gut. Das braucht man wirklich. Kein Mensch versteht das. Was ist da eigentlich los? Kein Mensch hat die Literatur richtig studiert. Wissenschaftliche Maßstäbe zu ihrer Entwicklung und Geschichte und Chronologie und Analyse gibt es gar nicht. Das ist alles mehr oder weniger dilettantisch, halbherzig gemacht worden oder apologetisch oder von Scharlatanen. Hier ist ein junger Mann. Es kostet nicht mal ein Billett, ihn herzubringen. Er ist schon da, verbrannter Zionist. Und warum eigentlich nicht? Keiner wusste, ob ich gut bin oder nicht gut. Es gab ein Buch von mir, erstes Buch in Deutschland, noch von meinem Vater gedruckt in der Druckerei, wenn nichts zu tun war, sodass ich in der Inflation ein Buch herausgebracht habe über den ältesten kabbalistischen Text, der mir sehr genutzt hat. Und ich habe Aufsätze geschrieben, die man hatte, ein paar
deutsche und hebräische. Und man wusste nicht, wer versteht was von Kabbala. Und man suchte jemanden und jemand sagte, ah, ich glaube, der berühmte Gelehrte in Szegedin in Ungarn, Emanuel Löw, ein Spezialist für Botanik bei den Juden, berühmtes Buch Flora der Juden. Nicht etwa Flora im jüdischen Schrifttum, sondern Flora der Juden. Der hat gesagt, er hat Scholems Bücher gelesen und der war ein sehr angesehener Rabbiner und philologisch gebildeter Gelehrter. Und jemand sagte, vielleicht sollte man den fragen. Ich habe gehört, der hat Scholems Schriften gelesen. Und der hat man gefragt und der schrieb einen Brief, dass es wunderbar ist. Dieser junge Mann ist ja ausgezeichnet. Er hat in seinem Buch zwei Seiten über die Doppelgeschlechtlichkeit der Palme in der jüdischen Literatur geschrieben. Die kann ich beurteilen, sagt er. Die sind sehr gut. Der Mann weiß Bescheid. So einen Mann braucht man für die Erforschung dieses Gebietes. Und so kam ich mit mehr Glück als Walter Benjamin zu einer Dozentur. Die Leute, die mich berufen haben, haben auch keine klare Vorstellung gehabt, was meine Arbeiten nun sein würden. Hatten aber den Eindruck, das ist eine Chance. Hier ist jemand, der verbrannt ist, scheint begabt zu sein. So habe ich eine Chance bekommen, die ich nie gehabt hätte, wenn man von vornherein eine Lehruniversität gewollt hätte. Gerade weil man eine Forschungsstelle, eine Art Akademie, akademische Forschung suchte, habe ich eine Chance bekommen, die andere nicht bekommen haben. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Leben der Sache zu widmen, die ich sowieso machen wollte. Gedicht an Zion des Judah Halevi, eines der bedeutendsten hebräischen Dichter des spanisch-jüdischen Mittelalters, der um 1143 gestorben ist auf dem Wege nach dem Lande Israel. Zion, nicht fragst du den Deinen nach, die Joch tragen, Rest deiner Herden, die doch nach dir allein fragen. West, Ost und Nordsturm und Süd, o, lass von ihnen den Gruß dessen, der fern ist und nah, von ringsher dir sagen. Zion, halotisch alile schlom asirayich, dorschek schlomech, veim jeter adarayich. Miyam u mizrach u mitzafon veteman, shalom rachok vekarov sei, mikol avarayich.